Zum Einzug keine Blasmusik, sondern rhythmisches Trommeln. Das ist doch mal etwas anderes und führt gleich zum Thema. Denn Pfarrer Ulrich Lindl hat sich und seiner Gemeinde für diesen Sonntag einen Blickwechsel auferlegt. Für die Ohren genauso wie für die Augen. Flüchtlinge wurden im Gottesdienst begrüßt. Symbole für die eine Welt und die Schöpfung, mit der wir oft so maßlos umgehen, wurden zum Altar gebracht. Kirche ist immer vor Ort und gleichzeitig auf der ganzen Welt zu Hause. Pfarrer Ulrich Lindl machte in seiner Predigt eindrucksvoll klar, dass Jesus offen ist für alle und dass jeder Flüchtling ein eigenes Gesicht hat, ein Mensch ist, der in Not ist. Es gibt keinen, der die Willkommenskultur überzeugender gelebt hat als Jesus Christus. Er ist gelebte Willkommenskultur. Und darum ist das Herrgöttlin Bieberbach mit seinen offenen, zugewandten Augen, seinen offenen Armen ein sprechender Beweis dafür, dass Jesus Christus die Willkommenskultur selbst gelebt hat. Er, der sagt, ich habe keinen Ort, wo ich mein Haupt hinlegen kann. Er sagt auch, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe verschaffen. Das ist eine Zusage, die gilt von ihm an alle Flüchtlinge dieser Welt. In Bieberbach selbst gibt es derzeit keine Flüchtlinge, doch trotzdem fragen sich auch hier die Menschen, wie sie helfen können. Diakon Ralf Eger, der neue Flüchtlingsbeauftragte des Bistums, sprach während des Gottesdienstes darüber, was jeder Einzelne tun könnte. Wenn jemand Not hat, dann muss geholfen werden. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und jeder muss an seinem Ort das tun, was er tun kann. Also Adolf Kolbing hat gesagt, die Nöte der Zeit werden euch lehren, was zu tun ist. Wir müssen die Nöte der Zeit sehen, ja, und dann muss ich mit meinen Möglichkeiten agieren. Ob jetzt jemand die ganze Woche für die Flüchtlinge unterwegs ist oder einmal im Monat oder einmal im Jahr ein Projekt mitgestaltet, das ist eigentlich egal. Hauptsache, man bringt sich ein nach seinen Fähigkeiten. Immer wieder erklangen die Trommeln während dieses besonderen Kirchweihgottesdienstes in Bieberbach. Ungewohnt, aber doch eindringlich. Den Schlusssegen spendete Pater Vitalis Emesi. Er kommt aus Nigeria, einem Land, in dem es 225 verschiedene Sprachen gibt. Er betonte, wie wichtig es sei, ein offenes Herz zu haben und Nächstenliebe zu leben. Manche haben Angst. Wir sind nicht gewohnt. Und dass wir diese Leute, die Flüchtlinge, die Anerkennung schenken, dass sie bei uns, wir wollen sie auch bei uns hier bleiben. Das ist eine Bereicherung. Ja, ich verstehe, die Einheimischen haben Angst, dass viele Leute kommen, diese Strömung von Flüchtlingen. Aber trotzdem ist auch eine Bereicherung. Wir lernen voneinander. Diese Flüchtlinge können uns etwas beibringen, können auch sie auch etwas beibringen. Auch. Und dann ist eine Entwicklung. Nach dem Gottesdienst war die Gemeinde noch ins Pfarrhaus eingeladen. Hier war ein leckeres afrikanisches Essen vorbereitet. Und der Komboni-Missionar Hans-Dieter Ritterbecks sprach über seine Erfahrungen im Südsudan, einem Land, das die Kornkammer Afrikas sein könnte, aber durch Bürgerkriege völlig verarmt ist. 70% der Menschen können nicht lesen und schreiben. Eine akute Hungersnot bedroht das Leben von vielen. Und das, obwohl es Bodenschätze und Öl gibt. Viele Südsudanesen sind auf der Flucht, bisher meist als Binnenflüchtlinge. Doch auch hier könnten Not und Verzweiflung irgendwann zu groß werden. Keiner verlässt seine Heimat freiwillig, besonders jene, die hier mit Kind und Kegel ankommen. Oder die dann auch zu Hause, also nicht nur ihre Familie verlassen, ihre gewohnte Umgebung, sondern Arbeitsplatz. Das sind teils gebildete Leute. Also welche Motivation hätten die, also aus Syrien nach Deutschland zu kommen, nicht wahr? Die Situation zwingt die eben, nicht wahr? Und da, ich denke mal, da müssen wir eine herzliche Aufnahmebereitschaft einfach an den Tag legen. Der Kirchweihtag in Bieberbach war in diesem Jahr ungewöhnlich und lud ein zum Blickwechsel. Denn die Einteilung der Erde in eine erste, zweite und dritte Welt ist nicht möglich. Am Ende haben wir immer nur die eine Welt.